Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the bamboo. Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heutiges Thema geht's weiter in der Cyberwelt. Ich habe letztens noch so, also ich musste so eine Mission machen, weil ich die speichern konnte. Bin aber jetzt sozusagen zu Hause. Weil ja, wir haben ein Apartment, ist recht chillig. Ohne Scheiß, mir ist aufgefallen, wir hätten den Deal vorhin machen sollen, also den Freund das geben sollen, was der haben wollte, weil der hat uns 100.000 abgezockt, Alter. Das ist irgendwie echt deprimierend, weil ich habe nur noch einen Taui, 1.000 doch was. Durchein, das ist meine Wohnung, Alter. Bruder Baba, ohne Scheiß, for real, ich würde da einziehen. Ohne Scheiß, in real life. Wer nie, ich guck dich. Die Aussicht ist so scheiße, aber. Wen juckt's? Wen juckt's? Das ist richtig. Ladesequenz von GTA. Obwohl, das ist, glaube ich, schneller. Warte mal, sorry, die Hintergrundgeräusche. Und. Boom. Das leckt so rum, Alter, ne? Ich habe die Taste immer noch nicht unter Kontrolle. Wir müssen echt die Grafik runterstellen. Das tut im Herz weh. Das tut weh. Das tut weh. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Und Dali. Das Ding ist, wir können uns das Spiegel anschauen. Ist geil. Guck dich, was das für ein Spiegel ist. Guck dich an. Lächeln. Was da für Emotionen aus will, Digga. Wie nice ist das denn? Nicht mehr in den Spiegel schauen. Naja, Spiegel schon. Okay. Unser Smartphone, ich habe es einigermaßen gecheckt. Ist hier, wir haben nur. Kaum Kontakte. Oh, wir haben so ein fettes PC-System, Alter. Maschallah. Ich kann das irgendwie nicht aufnehmen, ich weiß nicht, warum, ich bin irgendwie zu blöd dafür. Aber ich krieg die Tür, musst du selber zumachen. Und ich hatte auch noch Stress mit den Bullen angefangen und dies, das und jenes. Und wie fern war eigentlich? Was steht denn das? 1155. Was ist das für ein, Alter? Geh weg. Geh weg, Lan. Junge. Ey, das. Ich hoffe, Hühltuck, das wird jetzt besser. Spinnst du oder? Warte mal, hier gibt's so einen Aufzug. Warum geh ich denn? Okay, dann nicht. Statt dir vorher jumpt der hier runter, Alter. Miese. For real, schreibt mir in die Kommentare, welches Girl würde sich das wirklich machen, so. Also ich meine, wenn euch ein Arm durch einen Unfall oder so halt verloren gegangen wird, ist ein Arm brutal. Ich meine, kann man sich ja freiwillig machen, das ist ja keine Pflicht, aber irgendwie würde ich es feiern, irgendwie aber auch nicht. Ich meine, du hast, wie komme ich jetzt da runter, einmal, lass mal so runter. Dich. Hab genug von Maden wie dir. Sagst du das nochmal. Ja, da guckst du, wa? Kein Recht. Hörst du? Du weißt nicht, was für eine Welt wir leben, ne? Kann ich abknallen, wie ich will. Digga, da denkt wirklich, hier sind doch alles. Wie komme ich jetzt da runter? Mann, wie geht das? Ey, ich bin zu blöd, runterzugehen. Ohne Scheiß. Wo ich da oben? Muss ich da oben? Gar nicht. Ey Junge, ich sag euch Real Talk, ne? Ich bin jetzt echt zu blöd dafür. Ja, wenn ihr die Controller-Geräusche hört, sorry. Ich hoffe immer nicht. Aber. Ja. Was ist das? Wo geht's? Ach ja, ich hab euch. Ich hab was Gutes mitgemacht. Ich hab gleich alle Waffen geholt. Wir haben eine doppelläufige Schrotflinte, ein Sturmgewehr und eine schöne fette Pistole und Granaten von dem Bullen noch abgezockt. Ja, ich hab den Kampf verloren. Ich saß in der Ecke. Und mir ist aufgefallen, die Pfeile nach oben, das ist ja so Medikit-Spritze, ne? Ich schwöre, ich werde die zu oft benutzen. Digga, wie komme ich da runter? Ey! Hey du! Oh. Mal das mal mitnehmen. Also, irgendwie bockt das Spiel doch. Da komme ich gerade mit der Karte, mich halt nicht. Mechanik. Okay, wir müssen nach oben. Verstehe. Wir müssen. Ach, ey. Bin ich richtig? Ja, jetzt meine Fresse. Jetzt wird's. Du
Scheißteil! Ja, seht ihr? Selbst 2077 ist das immer noch da. Immer noch alle dem Arsch. Jo, Alter, klau dir das mal. Ich juck dir auch nicht. Klau dir das mal. Was willst du? Was für eine Schwester? Geh mal weg hier. Geh weg, Junge. Oh, Bruder. Scheiße, Alter, ich will auch. Ey, kann ich mitmachen? Was? Jo, komm mal. Was bist du? For real, der cheatet. Guck dir das an hier. Eine Mission. Ich habe gar nichts gemacht. Ey, kann ich mitpumpen? Was ist das? Also. Kann ich. Hey. Nee? Nee? Schade. Okay. Ah, da. Was ist los? Wie geht's? Sehe ich aber nicht. Los geht's. Füße bewegen. Und den Kopf auch. Na dann, let's go, Bruder. Komm, 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 komm. Komm, Junge, komm, komm. Boom, boom. Der Gold, der Gold, der Gold. Ja, fuck. Du müsst das anwenden, was wir gelernt haben. Achso, also das habt ihr gar nicht gesehen. Da war noch so eine Lernsequenz. So ein Trainingsport. Und so, und ich. Wieso bin ich jetzt? Hä? Warum, was hab ich gedrückt? Okay. Bruder, ich hab die fertig gemacht, Alter. Ich hab den platt gemacht, Alter. Ich hab deinen scheiß Bot platt gemacht. Gib mir! Hab deinen Bot platt gemacht, Junge. Was verkaufst du hier? Kann ich was verkaufen? Ja, yeah, das sagen sie alle. Ich bin ein Schmuggelfahrer von China, Alter. Guck dir das an, Alter. Baseballschläger, Hammer, Rohrzange. Ah, das sieht geil aus. Ja, ja, ich sag euch, wie es ist. Ja, nee. Das ist schon. So ein Messer. Ja, wie. Was, Digga, der will 600 für diesen Scheißteil haben. Ah, Bruder, nee, sorry. Sorry, 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 nee. Nee, 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 aber nicht mit mir. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich hab doch fertig. Sprich mit dem Coach. Ja, was? Du hattest was von Kämpfen gesagt. Hat er? Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Ja, Mann, meine Technik wird Bobo, Alter. Links, rechts kombinieren. Kannst du das reinbringen? Vor allem gechippt. Was ich sag's dir. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal. Aber das Ding ist illegal, wenn ich halt immer fett Geld. Immer mehr. Weil es ja illegal ist und mehr Wetten kommen. Verständlich, ne? Okay, ich will's nicht anhören. Jo. Klingt fein. Was? Gut, dann haben wir mal einen Boxkampf angewettet. Wir werden uns doch oben boxen. For real. Wenn ich es nicht vergesse. Ja, mach ich das jetzt mit tun. Jo, tschüss. Wir gehen zum Kampf. Wollen wir es mit Boxen oder so? Oder? Ja, hier klatschen Mission ein und dann kann ich da rein. Was passiert, wenn ich jetzt da drunter in die Hände gehe? Soll ich das machen? Na, 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 wir lassen es jetzt mal. Wir lassen es jetzt mal, wir gehen jetzt mal den Aufzug. Mal auf hier. Cool. Bin ich chillig, Bruder. Bin ich chillig, Alter. Den gibt die zu Kaffee Kabuki. Alles klar, machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Welche Tür? Oh, geil, sogar vier Türe. Ne, drei. Mal auf hier. Mal auf. Oh, braucht das lange, ey. 2077 ist das Ding noch nicht schneller geworden. Ja, noch langsamer. Ja, Bruder, darf ich raus? Was geht? Bitches. Achso. Reden wir jetzt mal über gestern? Steht alles in meinem Bericht. NCPD. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Aha. Okay. Okay, okay. NCPD, Digga. Mein, was? Ja. Nice, nice. Das Ding ist, bei solchen Dingen kannst du auch die Scheiße verkaufen. Und ich drück da nicht gegen. Aber wenn wir das Spiel durchhaben, werden wir uns mal richtigen Stress mit den Bullen anlegen, ich schwöre.
voll Bock darauf. Geh mal nicht so schnell. Mann, der Stunde. Ja. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Sieht man. Gib's ab. Lass mich nur kurz aufwäschen. Ja, ja, immer ruhig. Jo. Gestern hast du was von der Überraschung. Erzähl. Oh, ohne Scheiß. Systemstörung. Warum jetzt? Jetzt schon wieder gemacht. Ich meine, for real? Okay, was ist das? Ist das schon nice? So, wenn du Implantate, so wie Körner, Chips und so halt im Channel hast. Und, aber hat auch die Nachteile, ne? Mein. Man kann nicht locker ausschalten wegen Hacken. Besonders bei Augen, da kannst du die Augen ausschalten. Und dann siehst du in der Stunde nichts. Haben wir ja vorhin mitbekommen. Was ist das? Also, for real, die zahlen alle mit Chips, also mit solchen Karten. Also wisst ihr Bescheid? Die Zukunft liegt bei Karten. Nein, wahrscheinlich eher Smartphones. Beides. Boah, da kommt der Maybach angerollt, Digga, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, ja, ich kann nicht reden, ich muss gucken. Ja, komm. Komm, geh weg. Ich will nicht bewegen. Boah, guck ihn dir an, den Maybach. Bruder, dieses schöne Auto, Alter. Guck dir an. Oh, die Felgen. Da, das ist der fette Limo. Was ist da? Einfach sexy. Ich will fahren. Bruder, ich bin halt losgefahren. Oh. Oh mein Gott, Kamera wechseln kann ich nicht. Guck ihn dir den fetten Maybach an, Alter. Guck mal hier, Mercedes AMG. Bruder, fahr hier. Oh, ich hab's überfahren. Mal ein bisschen. Ego. Ja. Oh mein Gott, also das mit dem Fahren leckt ein bisschen. Das ein bisschen Turbo im. Rum um die Kurve. Mashallah, Digga. So geht das einfach hier. Sekundenschnelle. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Warte. Zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt. Ja. So, back in the business. Boah. Wie stört das immer mit diesem Kackkabel, Alter? Überall das Kabel rumzuliegen oder fahr ich mal so drüber, das ist echt scheiße. Bulle. Geh weg, geh weg. Nice. Also das Ding ist, ich hab halt Nacktszenen ausgeschaltet. Und... was ist denn dein Problem? Bin ich gesucht? Habe ich Kopfgeld? Ja. Moin. Geh mal nach hinten. Hi. Kenne ich nicht, aber. Okay. Boah, Nacktkatzen sind so hässlich, ne? Jo, du bist die schöne. Ja, bist die ganz schöne Katze. Jo, halt da die Augen. Scheiße. Gleich mal weg hier. Auf. Mal zu. Das ist privat. Auf. Ja, ich hab's kapiert. Moin! Was geht, Bro? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Hast du neuen Stuff für mich, hab ich gehört, ne? Ja, ich hab eine Systemstörung. Kann ich überhaupt was machen? Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und. Migräne? Übelkeit? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Ja, ich bin upgrade. Ich was Neues. Werkzeug, gib mir ein paar Updates, oder? Spielkram. Besseres Visier und fest. Ja, lach nicht, Kinder, jetzt mach, Alter. Boah, das ist so schlimm, wenn ein Game so zu oft gelabert wird, Alter. Laber hier, Alter. Ja, darf ich mich jetzt hinsetzen? Oh. Uff. Wie viel wir da haben? 21.000. Hör auf zu Flenwick. Ich bring. Ein letztes. Ja, ist okay, jetzt mach hin, ich drücke mal was zu Deckung. Ja, kann ich mich jetzt hinsetzen oder so? Wie geht das? Und entspann dich. Will ich die ganze Zeit, Digga, schon seit einer halben Stunde. Ey, diese Systemstörung durch den Sack, Alter. Okay, fang an. Schieß mir dieses Adrenalin. Hiroshi Optik, das Beste, was ich habe. Ja. Und passend für das, was du suchst. Boah, Alter, ich hab's mit Augen verwühlt. Ich habe Kontaktlinsen und das ist am Anfang, wenn du die ersten Kontaktlinsen kriegst, ist es genauso. Da popelt das Ding ins Auge rin,
wenn du sie nicht reinkriegst. Boah, Digga, das ist ekelhaft. Mal sehen, was da drin los ist. Ja. Total. Betriebssystem. Was haben wir denn? Kann die. 15.000. Wo sind meine. Glubschaugen. Jo. Okay, was haben wir noch? Items. Hände. Uff, das sieht irgendwie geil aus, for real. Aber so. Skelett. Titan. 1000. Jo. Oh, scheiße. Okay, das war ein Fehler. Kann ich das wieder zurückbuchen? Kann ich das wieder... Nein, kann ich nicht. Scheiße. Ich wollte das nicht ausgeben. Okay. Digga, ich habe einen Titan... Titanknochen habe ich. Egal, können wir mehr auf die Fresse kriegen. Ich spiele 2000. Okay, na gut, geht noch. Nervensystem. 5000. Immunsystem, Kreislaufsystem. Ey, der, du kannst dich wirklich zu einer verfickten Kampfmaschine basteln. Ja, oder was? Mark One, wie gesagt. Ja. Mach, Lack. Mach, hinne. Setz mir die Scheiße da rein und dann. Das sollte gehen. Bevor wir alle schreien sind, wenn ich es aufnehme, Alter. Ich schwöre, wenn das Video bearbeitet wird, ne, dass es fertig ist, kein Schwert schreit mehr. Dann los. Ja, los. Leg deinen Oberliegerarm dort ab. No homo, aber der hat einen Bizeps, Alter. Scheiße, warum sieht Männer nicht so aus? Danke. Let's go. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? Tja, nö, noch nicht. Live-Kommentar? Ernsthaft? Noch nicht. Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Nein! Nicht ins Auge. Ich schalte kurz. Boah, das Licht aus, nein, okay. Nein. Boah, Alter. Ohne Scheiß, so dicht kommt der dir auch, wenn du die Kontaktlinse nicht reinkriegst. Der, wirklich, der hält den Kopf fest, damit du nicht wegzucken kannst, weil es ist normal. Wegen Reflexion und so. Ja, war richtiges Wort. Ohne Scheiß in der Puppe, die dir das so ins Auge rum, da denkst du, der drückt dir das Auge raus, Alter. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Maschallah sieht ein scheiße aus. Kapi. Verschwommene Sicht. Sieht recht gut aus. Kontrast. Glitches. Cool. Glitches? Boah, wie, Alter, wie läuft Glitches? So, wie sieht's aus? Tja, da brauchst du keine Drogen mehr, du nimmst einfach so ein... Wow, das ist fantastisch. Sieht gut aus. Sehr schön. Was Judy macht, Digga. Zeit für den... Weil ja, Mann. Scanner. Zivilist. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber... Das ist der Rip, Doc. Beim ersten Mal tut's halt nice. Weh. Der Scanner sollte sich cool. Irgendwann mit deinem... Und mal NCP die Datenbank hochgeladen. Einfach so auf legal angelehnt. Boah, ja, ich hab's kapiert. Ich hab Titanknochen, Bruder. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was hat das jetzt mit der Knarre zu tun? Sexy, kann ich jetzt in Google verpassen? Danke. Schätze, Victor, nicht schlecht. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Jo. Einfach nehmen, Digga. Einfach reinziehen. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. In einer Stunde Real-Life oder Stunde hier in-game? Wahrscheinlich in-game. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Oh, ich hab Titan. Oh, ich muss meine Kohle wieder reinkriegen. Ich bin 1000 Dollar minus. Das ist verdammt scheiße, Digga. Ich werd die Katze jetzt abziehen. Katze. Die Alte jetzt abziehen, Alter. Keine Zugehörigkeit, NCPD. Ach. Katze. Nee. Oh Mann, es juckt. Jo, bist du fertig? Komm.
Was ist dein Problem, Alter? Junge, ich hab nichts gemacht, du dummer Keck. Auffällig gegen Feuer. Nice. Unbefugt. Gesucht. Du bist gesucht, Alter. Türsteher, das ist ein Messer. Ah. Okay. Oder du bist gesucht. Was los, Kleiner? Bruder, wenn du wüsstest, Alter, ich habe eine doppelläufige Schrotze in der Tasche. Zweitens habe ich nur. Wenn wirklich jemand zugucken will. Ach, nee. Geh weg. Sag mal, komm, wo bleibst du denn? Digga, wie lange brauchst du, um zur scheiß Tür rauszukommen? Jetzt komm mal, Lack, Alter. Komm, zu mir sag ich, wie lange jetzt mein Daddy. Hör mal, hab mit Dex gesprochen. Ja, schön für dich. Kauf dir auf. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe. Okay, dann mach ich. Jo, tschüss. Ich rolle meinen Benz hier ein, Ghetto-Präsident. Ach, Digga, überbevölkert VW, Alter. Digga, die dreht immer noch Kopf, du. Oh, Bullen. Oh. Wie, hör zu, ich hab hier eine heikle Sache. Deshalb ruf ich dich an. Warum vibriert mein Controller? Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Aha. Das weißt du sicherlich auch, aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Ja, cool. Aus verschiedenen Gründen. Genau, finde ich auch. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel. Ey, dieses Mikrofon, das muss... Wenn ich von einem möglichen Angriff... Einsteigen will ich doch. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Er hat den Maul. Den Angreifer außer Gefecht setzen. Oh, Junge. Klare Anweisung, oder? Ja. Jetzt sei leise. FPV. Eine Nachricht hat. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Boah, die Stimme, Alter, jeder kennt die. Arbeitsklausel wird ein Digga, diese Golduhr. Fahr los. Krieg ich den Arm? Ich habe eine Frage an dich. So aus Gold. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Naja, du lieber. Was? Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Aha. Meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Wieso heiße ich überhaupt Mr. V? Riesig. Ja, komm gleich. Ich kann das nicht vorspulen. Sie müssen uns das antun. Ja, was? Ja, Job, erzähl mir mehr. Lass hören. Worum geht's? Boah, Kohle. Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Nö. Sollen wir klauen. Wenn ich das schon höre, Prototyp, Alter, dann ist es sowas, was man nicht haben sollte. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Ja. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Eddies, so ist die Währung. Nice. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Okay. Die Kundin, die uns den Job okay, während du laberst, glotze ich mal auf mein Handy. WhatsApp checken. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Nö. Gerade du, weil du mir gegeben hast, ich stecken mir ein. Uff. Ein Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Militech-Konvoi. Hab so ein kleines Gefühl, dass es das mit dem Militär zu tun hat. Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern.
Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Sack. Der Militärdrohne. Militärroboter. Natürlich hab ich Bock, das Ding zu klauen. Einmal, du wirst wahrscheinlich danach zum Staatsfeind Nummer 1, weil du das Militär bestohlen hast. Und hier ist es total dumm und sinnlos, weil die Dinger werden sowieso haufenweise von GPS überwacht. Und glaub, darfst du das Militär eigentlich auf. Ja, nee. Ich glaube, die waren dich nur einmal vorne, wenn sie dich umballern. Das Militär bestehlen ist echt nicht so baba. Das ist einfach nur dumm. Das schaffst du gar nicht. Oh ja, Lava doch nicht hin im. Junge, wo frisch wird das Spiel geholt, ne? Ja, gut, die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum. Och, ich krieg eine Krise. Guck mal, die Stadt ist so schön hell. Da kann man rumcruisen mit den Bands. Und ich höre mir gerade irgend so eine scheiß Geschichte von irgend so einem Typen an, den ich nicht kenne. Bin ich super. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutzt die Infos, wie du willst. Am besten. Ja, komm, kann ich jetzt aussteigen? Natürlich brauchst du dafür Infos. Wohin fahren wir überhaupt, Bro? Schick sie dir gerade. Ah, Leute, ich kann auch weggucken. Okay. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Weißt Evelyn Parker. Na gut, geht. Check war nicht leicht. Habt euch sichern lassen, dass ich Informationen suche. Boah, Digga, die ist da, sehe ich mich in diesem Apartment. Gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei. Ich bin so funny, wie die meisten alle aussehen. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was. Ah ja, verstehe. Bleibst nur noch du. Boah, kann ich jetzt aussteigen? Bitte? Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Na, danke. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's. Mrs. Parker. Oh mein Gott, das ist gefühlt in jedem Film so. Ein Treff mit Mrs. Parker. Ja, bitte. Boah, ich kann mir das nicht mehr geben. Eins noch, Mr. V. Und damit kann ich speichern. Speichern ist nicht möglich. Okay. Aber speichern können wir nicht das Video beenden, weil. Wir sehen uns. Okay. Ich werde eigentlich speichern und das Video beenden, damit es in den nächsten Video weitergeht mit der Mission und so. Aber steck aus der Limousine. Ich hab's doch verstanden. Kann ich jetzt speichern? Level up. Chillig. Okay. Und damit war es das mit dem Video. Bin jetzt überschreiben. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie immer. Wir werden das Spiel jetzt komplett durchsuchten. Ich werde vielleicht nebenbei was anderes aufnehmen. Und jo. Von daher. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Gordito ist ein dicker Fisch. Von daher. Ja, schreibt es in die Kommentare, was ich noch machen soll. Ich habe noch ein Spiel, das werde ich auch noch aufnehmen. Aber wahrscheinlich danach. Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns der richtige Schiene. Also fertig mit dem Telefonieren dann. Es geht um ein Kampfboot. Oh. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann war los, so Debris. Einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin. Ah, Garage. Ein Plan, ob der okay. uns helfen kann. Okay. Aber guck mal auf den Boden, Digga. What the fuck, Alter, das sah so creepy aus. Ah, ja. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Oh, Junge. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dix? Was machst du hier? Rumfahren und übers Holo Tuschen anbalkern. Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Zivilist. Wird sich was dabei denken. Also, ja, ja, Krieg gibt's sowieso. Was ist, warum verfolgst du mich? Zivilist. Okay. Denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen und
Das, was wir brauchen, ist eine Karre. Kann man die Karre hacken? Ja. 320 PS in der Daube. In Benutzung der beliebte Sportwagen in Night City. Oh, das hört sich doch gut an, Digga. Also von daher war es jetzt mit dem Video. Und tschö mit Ö. Easy go.